Rente mit 63 nur für körperlich eingeschränkte oder erkrankte Menschen. Neue Forderung der Wirtschaftsweisen Grimm. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, das Thema Abschaffung Rente mit 63 nimmt kein Ende. Jetzt, heute hat die Wirtschaftsweise Grimm schon wieder gefordert, dass die Rente mit 63, sie meint die abschlagsfreie Altersrente, für besonders langjährig Versicherte abgeschafft werden soll. Diese Rente soll es nur für die Leute geben, die körperlich eingeschränkt sind, die körperlich sozusagen kaputt sind, die erkrankt sind. Die sollen nur noch den Zugang zu dieser Rente haben. Alle anderen dürfen diese Rente nicht mehr bekommen. Diese Rente würde nur falsche Anreize setzen, so Frau Grimm. Sie würde dazu führen, dass nur Gutverdiener und gut gebildete Menschen vorzeitig abschlagsfrei in den Ruhestand gehen und damit dem Arbeitsmarkt verloren gehen. Meine Damen und Herren, ich kann alle Forderungen insoweit nachvollziehen, dass ich sie intellektuell verstehe. Ich kann sie aber sozialpolitisch überhaupt nicht nachvollziehen und deshalb lehne ich das ab, was Frau Grimm sagt. Frau Grimm sollte sich einfach darüber im Klaren sein, dass die Rente mit 63a überhaupt nicht existent ist. Die gibt es gar nicht. Zweitens, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, wenn sie diese meint, sich ja quasi im Grunde genommen mit dem Geburtsjahrgang 1964 dann auch von selbst abschafft, weil nämlich dann danach die Rente nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres möglich ist. Also der Zugang dann nur noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres da funktionieren kann. Also meine Damen und Herren, ich finde die Forderung der Frau Grimm ist ein bisschen hanebüchend, lebensfremd, sozialpolitischer Sprengstoff und vor allen Dingen, es hört einfach nicht auf, was diese sogenannten Rentenökonomen, Wirtschaftsweisen, Rentenexperten zusammen zu sagen haben. Gott sei Dank hat hier auch der Hubertus Heil gesagt, dass es eine solche Abschaffung mit ihm nicht geben wird. Daumen hoch für dieses Video, wenn Ihnen das gefallen hat. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.